bum, dum, 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 dum. Diddly bop to bop, diddly bop to bop, diddly zop to bop, dum. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Schönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag und gute Nacht hier bei Viva Joe, das alte Spielchen mit dem Kameramann. Der muss ja immer die Kamera machen, die Kamera halten. Du musst immer die Kamera muss er halten. Also, guck mal, halt die doch mal. Guck mal, wenn du hier unten filmst, hat nützt da nichts. Ja? Immer muss er die Kamera halten, den ganzen Tag. Herzlichen Glückwunsch hier bei Viva Joe, Montag, Mittwoch, Freitag, 20 Uhr. Ne? Und Zuschauer der Woche. Zuschauer der Woche, immer noch hier, den letzten Tag. Jörg aus Münster, hallo. Hallo. Jörg, noch fit, alles klar? Ja. Sankt Punk, gut überstanden? Es war ziemlich smashing, es war ein smashing Event. Es war ein smashing Event. Nochmal zurückzukommen auf deine Aktivitäten im Fischclub, im Angelverein, Angelfanclub. Er ist ja, was bist du, Vorsitzender oder was? Im Fischangelverein oder was? Ja, ich zeichne die Comics. Ich bin dort Redakteur. Redakteur? Mhm. Was muss man als Redakteur machen? Vielleicht möchte einer von den Zuschauern auch mal Redakteur werden. Na, ich mache sonst nur die Comics eigentlich. An wen muss ich ja schreiben, wenn ich Mitglied bei dir im Fischclub werden will? Das ist Postfach St. Augustin. Ich weiß jetzt leider das Postfach nicht. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Also steht es ist ein Postfach in St. Augustin. Steht das in der Tat, die Adresse. Internal Excel CD bekommt ihr überall noch. Ja. Also, wenn ihr mal in St. Augustin seid und ihr seht da irgendwo ein Postfach, ja, das ist ja in jedem Haus so ein Ding, da reinwerfen, alles, also weiß nicht, Zeitbomben, Briefbomben, ja, dann ist das, kommt das dann bei dir an auch. Das kommt bei mir nicht an, das kommt bei Jürgen und Hans-Jörg an. Aber das kann ich doch gar nicht verstehen, wenn du gar kein Mikro hast. Jörg aus Münster, ja, wenn ihr mal Zuschauer der Woche werden wollt, schreibt ihr auch an, welche Adresse, an welche hast du geschrieben? An Viva Woodman. Genau, dahin müsst ihr schreiben. Dann könnt ihr mir auch sowas schicken wie hier. Diese jungen Herren, da freue ich mich sehr drüber. Der junge Mann heißt Marc Pixar aus Kirchlengen. Kirchlengen, Marc Pixar. Was reimt sich darauf jetzt? Marc Pixar ist, fällt mir nichts ein. Hat er, Marc Pixar ist ein, nee, fällt mir nichts ein, schade. Der hat mir was geschickt und zwar, ich war ja in Amerika, das wisst ihr ja alle, bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Und da gab es eine Lokalität, die auch in meinem Video zu sehen ist. Und zwar, wo diese jungen, leicht beschürzten Damen immer schön fleißig im Hintergrund die Birdie Fuchs gesungen haben. Und in dieser Lokalität hat der junge Mann ein Foto gemacht mit seinen drei Freunden. Klaus, Harald und Jürgen. Ja? Aus Bielefeld kommen die. Oh ja. Und da bin ich auch mit drauf. Guck mal, das hat er extra vergrößern lassen. Dafür belange ich mich recht herzlich. Das kommt natürlich ehrenhalber hier in diesen Rahmen rein. Ja, so. Ah, naja, okay. Also es wird noch besser gemacht. Aber da kommt es jetzt erstmal hin. Und dann, wenn ich wieder auf meinem Stuhl sitze, so, wir kriegen ja Post von überall her. Ne? Also der kam zum Beispiel von weit her aus Amerika. Ja, also da war das Foto jedenfalls gemacht worden. Also jedenfalls. So, dann habe ich hier noch einen. Guck mal, das ist auch schön. Drei Ärsche. Ja, aus Italien. Vorne, Mitte, in der Mitte ist Dolly Buster zu sehen, steht hier. Das stimmt aber nicht. Das habe ich schon festgestellt. Das hat mir geschrieben Helmut und Wolfgang aus Italien. Helmut und Wolfgang aus Italien, ja. Und dann habe ich hier noch was, das kommt aus Lettland. Ja, Lituvia, Lettland. Echt aus Lettland, weil da gibt es Eutelsat. Eutelsat, das ist der Satellit, mit dem ihr Viva empfangen könnt. Also, falls ihr kein Kabel habt oder so, auf Astra leider noch nicht, aber auf Eutelsat. Kostet läppische 300-400 Mark. Da könnt ihr auch Viva sehen, falls ihr es bisher noch nicht habt. Und die haben mir hier was auf Englisch geschrieben. Das kann ich leider nicht. Das kann nur Alai übersetzen. Alai, komm mal her. Would you please come here, Alai? Ich schreibe dir, it's better than MTV, was das wohl heißt, mag. Lies das mal durch, erzähl uns nachher, was da draufsteht. Und dann habe ich noch einen Brief bekommen. Ja, ich habe nicht so viel Zeit. Wir müssen ja hier auch weitermachen, weil ich habe ja auch gleich noch einen Gast. Hier ist noch $1. Da kannst du eine Autogrammkarte von dir zurückschicken. Und das ist noch ein kleiner Brief. Hier ist auch noch was für dich dabei. Guck mal hier. Haben wir für dich noch. Moment, das kriegen wir auch noch hin. So. Ich glaube, das ist. Nee, das ist keine Mütze. Warte mal, das ist. Warte mal, Alai. Alai, das ist keine Mütze. Mal kurz nur mal überstreifen. Alai, jetzt. Alai, over. So, Moment, Alter, und den kannst du in der Zwischenzeit durchlesen, dann berichtest du uns nachher, was da drauf steht. Ja, das ist ein ziemlich langer Brief. Und, ja, das haben wir in der letzten Sendung schon gehabt, ihr könnt ruhig weiterhin Mützen an Alai schicken, hier auch von Maurin Michler aus Ludwigsburg und Cornelia Oswald auch aus Ludwigsburg. Nochmal zwei Mützen für Alai. Halt, zwei Mützen für Alai.
Also wir haben hier jedenfalls noch weiterhin zwei Mützen für alle. Ja? Aber die können wir auch in der Zwischenzeit unserem Zuschauer der Woche anziehen. Ja? Die Mützen, die sind auch parfümiert, riechst du das? Parfümiert, ekelhaft. So, das sind die zwei Mützen, die eigentlich für alle gedacht waren. So, und dann habe ich einen Gast heute in dieser Sendung. einen Gast heute in dieser Sendung, ihr kennt sie alle. Das ist die aktuelle Single von ihr, Nur geträumt, ja, von Nina. Ja, die wird gleich hier sein. Und bis dahin gucken wir uns noch mal ein Video an. Oder auch zwei, ich glaube es sind eins, ich weiß es nicht genau. Und dann kommen wir wieder mit Nena hierher. Und in der Zwischenzeit kriegt alle die Mützen. Ne? Tschüss, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe ja eben gerade noch diese Mützen an alle. Ja? Die waren von Cornelia Oswald und Maurin Michler aus Ludwigburg. So sehen die beide aus. Hier haben sie die Mützen noch an. Ja? Kann man hier sehen. Ja? Und jetzt hat sie alle. Die habe ich mir in der Zwischenzeit angezogen. Was kann man sich schöneres vorstellen? Schickt weiterhin Mützen an alle. Ja? Alle Geschmacks- und Geruchssorten sind gerne erwünscht. Ja? Alle wird sich sehr freuen. Davon bin ich fest überzeugt. So, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast. Hier ist sie, den ganz langen Weg aus Berlin extra hier nach Köln kommt. Hier ist sie, die Hans Meisers unter den ex-neuen deutschen Wellen, neuen Wellen-Pop-Bubble. Hier ist Nena. Hallo. Guten Tag. Nena, wie geht's dir? Setz dich doch. Ach so, ja. Setz dich mal da drauf, das ist lustig. Auch nicht schlecht. Ich meine, ich habe ja nichts mitgebracht. Warum nicht? Ich habe in deiner Sendung schon öfter gesehen, du bringst immer irgendwie diverse Scherzartikel mit und ich habe nichts dabei. Ja, ich habe nur mich mitgebracht, Steffen. Echt? Aber wir haben hier so Sachen, guck mal, das habe ich auch geschickt bekommen. Mhm. Gefällt dir das? Ja. Aber das ist schon, kannst du das mal fangen hier? Das ist ziemlich wild mit dem Netz da. Ja, nicht? Also ich meine, das ist hier Hallo. Sexy. Ja, ja, in meinem Alter muss man was tun, ne? Ah, was heißt denn hier Alter? kennen dich die jungen Leute eigentlich noch, die jetzt so 14, 15 sind? Fragst du doch mal. Kennt ihr mich noch? Kennt ihr mich noch? Uli, kennst du sie noch? Mensch, du hast ja gar keinen Teleprompter, Steffen. Nee. Machst du alles aus dem Kopf? Ich sag alles aus dem Kopf, ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Nena, eine Frage würde mich mal interessieren. Würdest du mit ihm auftreten oder eine Platte machen? Achso, natürlich, jetzt musst du natürlich noch mit wem. das ist ein Interview, das hast du Penthouse gegeben, ne? Penthouse. Penthouse, das hast du da. Oder? Das habe ich hier. Da habe ich auch mal ein bisschen drin rumgelesen, weil das muss ja sein. Du hast aber im Moment keine neue Platte, oder? Steffen, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Hast du eine neue Platte? Wie heißt denn die? Ja, hier, Nur geträumt. Nur geträumt. Ja. Genau. Die ist sehr schön. Das ist die aktuelle Single. Darf ich mal in die Kamera? Ja, mach mal. Da singen wir was anderes. Wir singen jetzt einfach mal was zur Auflockerung. Du hast ja auch mal mit Markus gesungen. Mhm. Ne? Der ist ja auch hier. Zwar ein anderer, aber das ging. Kennst du den Text noch? Mit der kleinen Taschenlampe? Kleine Taschenlampe. Kleine Taschenlampe. Kleine Taschenlampe brennt. Was ist denn das für eine Tonart? X. Alter, okay. Das Ding ist kaputt hier. Warum geht das nicht hier? Warum geht das nicht? Ist egal, wir machen jetzt kleine Taschenlampe. Gut. Kleine eine Taschenlampe brennt. Schreib ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich jetzt genau. Sing doch mit. Ich kann mach gar nichts mehr drin. Eine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen. Ja. Markus ist ein ganz süßer. Ja? Mhm. Welches Lied wolltest du dir wünschen? Ich war gestern auf einem unheimlich schönen Fest. Echt? Wo war das Fest? Es war in Zürich. Was war da? Es war der Geburtstag von Krishna. Wer ist das denn? Krishna ist Gott. Also, das muss ich unwahr selber da. Was ist das so für ein Typ? Für die, hat er so tüchtig was ausgegeben? Oder? Ja, es gab total schöne Musik und es gibt ein unheimlich süßes Lied, das kennst du bestimmt. Ah, mit der Margarine das? Mit der Margarine nicht, ne? Rama, Rama, Hare Rama. Krishna, Flora, Flora, Soft. Krishna, Hare, Hare. Das ist ein genau. Geiler Song, Rama, Rama, Flora Soft. Flora Soft. Also ich meine, wenn du willst, sing mal das zusammen. Wie geht denn das? Ich kenne das ja nicht. C-Dur kannst du, nimm noch mal die da. C-Dur? C-Dur? Mhm. C-Dur? Das ist aber, haha, ich habe einen guten Kalor. Das ist aber eine schwierige Prozedur. Jetzt funktioniert hier natürlich geht der Lacher. Geht nicht. Ich mach jetzt, der Markus, du bist jetzt der Lacher. Immer genau. So ein Schellenring hast du nicht, nur in deinem.
Das ist auch kein C-Dur. Wie geht denn das nochmal? Das kommt danach. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare, zweite Stimme. Hare Rama, Rama, Rama. Sonst aber wir wollen jetzt nicht die Leute. Ist das nicht eine Sekte? Kann man, muss das, ist das, das kann man doch den Jugendlichen heutzutage nicht das bringen, oder? Was, ja, was heißt für dich Sekte? Also? Sekt, also so hier. Ist Viva Champagner. Ist doch auch eine Sekte, oder? Ja, ich mein, wir haben auch unsere Hausmarke. Warum habe ich überhaupt das? DJ Hausmarke. Aber ich habe ein besseres Lied, und zwar. Birdie, Birdie, ich hab heute nichts verbrannt, denn ich hab nur von dir geträumt. Aber was? Nee, nix. Sollen wir uns jetzt mal ein Video angucken? Und reden dann gleich weiter? Dann können wir uns das beruhigen in der Zwischenzeit. Ja. Wünschen darf ich mir keins. Doch, wünschst du mir. Doch nicht, oder? Ja, welches wünschst du dir denn? Du darfst dir schon eins wünschen, du spielst aber nicht. Das ist es halt. Aber nur mal dem Zuschauer zu sagen, was würdest du dir denn wünschen, wenn du dir eins wünschen dürftest? Ich weiß nicht. Weiß nicht? Mm-mm. Vielleicht mein Video? Oder? Ja, genau. Würdest du mein Video gerne sehen? Das Gnade ist, weißt du, immer wenn ich mir selber mein Video wünsche, das kommt immer komisch, ne? Dann denken die Leute, oh, jetzt schiebt er wieder sein Video rein. Und wenn du das jetzt wünschst, ist das völlig okay. Können wir uns das angucken. Ja, aber das machst du ja dann doch nicht. Doch, klar. Und bei dir machst du eine Ausnahme. In dem Fall mache ich eine Ausnahme. Das sehen wir jetzt. Bis gleich, dann sind wir wieder da. Nina und ich hier. Bis gleich. Was ist das? Viva TV, German Television. Oh, das ist gut. Ich bin Dummkopf. Das haben wir gedacht. Dankeschön. Bitte schön. So, da sind wir wieder hier, die Nina und ich. So, Nina, jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Zukunft blicken, vielleicht. Lieber nicht. Wieso? Mehr so im Hier und Jetzt. Also ich im Hier und Jetzt? Du wirst ja demnächst, hab ich so über alle Ecken erfahren, wirst du demnächst beim ZDF irgendwie was machen? Herzlich willkommen bei Metro. Wie heißt das? Herzlich willkommen bei Metro, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Das ist alles, mehr machst du nicht? Nee. Sprichst du für Birgit Schrohwanger? Machst du nicht? Was ist das für doch, eine Sendung? Ich erzähl, das ist eine U-Bahn, also es kommt aus einer U-Bahn wahrscheinlich? Oder nee, Quatsch, das ist eine Live-Sendung aus einem großen Lebensmittel-Allzweck-Warenkaufhaus, ja? Herzlich willkommen bei Metro. Stefan, es tut mir echt leid, oder? Ich kann dir heute nicht so richtig folgen, weil ich bin halt gar nicht so auf lustig eingestellt. Echt nicht? Vielleicht kannst du mich ein bisschen ich bin halt so ruhig und müde und irgendwie schlechte Laune hatte ich heute Morgen warum? Auch. Wie kommt's? Ich weiß auch nicht. Was passiert? Man hat so Tage und dann kann ich das auch nicht abstellen. Wie kommt denn das? Hast du das nicht? Also manchmal? Nö. 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 Ist immer lustig. Ja, immer lustig. Ja, aber was passiert denn da beim ZDF? ZDF? Ich glaube nicht ZDF. ARD. ARD? Da machst du eine Sendung. Genau, da stehe ich immer und sage herzlich willkommen beim Metro. Und dann? Und dann gibt es fertig produzierte Beiträge. Also es ist keine Talkshow, ich habe keine eigenen Gäste. Echt? Kann mich nicht so austoben wie du, aber durfte zumindest das sagen, was ich wollte. Schon fertig produziert? Ja, ja, ich bin auch ganz spontan dazugekommen. Ah, also so richtig, so ganz spontan. Ja, du bist über die Straße gegangen. Ja, genau, und hat da mich immer angesprochen. Da kam ein Fernsehmann und gesagt, du musst ins Fernsehen. Genau. So war das bei mir auch. Ja. Genau so läuft das immer. Jetzt habe ich ja hier gelesen. Aber jetzt bist du ja auch in der Musikbranche, oder? Ja, da bin ich ja schon immer. Das habe ich doch schon vorher immer gemacht. Ja, du bist ziemlich erfolgreich, oder? Ja, also genau wie bei dir. Das finde ich gut. Ja. Ich habe hier gelesen, du hast von deinen Anfangserfolgen mit dem Weltstar und so, hast du gar nichts übrig behalten. Was heißt das? So mit dem ganzen Geld, da hast du doch ganz viel Geld verdient. Und das ist alles weg jetzt? Ja, Geld muss man ausgeben. Also, ach so. Ein guter Yogi hortet nicht. Ein guter Yogi hortet nicht. Jetzt kommt wieder diese Nummer. Ich trage natürlich hier Verantwortung für die Jugend. Ich kann das natürlich nicht zulassen, dass du hier mit diesen Yogi-Bär-Nummern ankommst und so. Kennst du Wenn den Yogi du das Bär ins eigentlich? Lächerliche ziehst, ist das dein Ich zieh das doch gar nicht ins Lächerliche. So, wir spielen jetzt ein Kinderlied. Du hast ja eine Platte mit Kinderliedern gemacht, ne? Auch, ja. Der Kuckuck. Und der Esel, die hatten einen Stall. Ich sing das nur mit dir zusammen. Achso, ich kann den Text ja nicht. Wie geht der weiter? Schnell. Guck, der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge zur schönen Mayenzeit. Okay, eins, zwei, drei, vier.
Beispiel der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten singe, wer wohl am besten singe, zur schönen neuen Zeit, zur schönen neuen Zeit. Super Titel, der hätte von mir sein können. Können wir irgendwie auf Hip-Hop machen. Ja, genau. Wie der ginge, und wie würde das gehen? Hatten einmal Streit, wer wohl am besten singe, zur schönen neuen Zeit. Alright. So, jetzt, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen auf. Wir sollen jetzt mal alle Leute fertig machen. Du bist auch nicht gut gelaunt, da kann man auch tüchtig mal. Ich bin gut gelaunt, aber ich hab's heute ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Echt? Also, ja, pass auf, jetzt, ich hab ja hier. Erstmal habe ich richtig was gelesen, hier 5 Minuten vor der Sendung. Da haben wir was angestrichen. Da hast du gesagt, musst du bei irgendeiner musikalischen Geschichte musst du Herbert Grönemeyer als Heinz Grönemeyer angesagt haben. Das stimmt. Und der wollte ja bisher ist er auch noch nicht hier gewesen. Nicht absichtlich. Glaubst du, der wird sich hier wohlfühlen? Oder der hat nicht so viel Humor, oder? Ist das ein lustiger Mensch? Also so wie ich ihn kennengelernt habe, er ist immer sehr höflich, aber so richtig lustig. Ist er nicht, ne? Ich weiß nicht, was ist das auch? Also es fällt mir echt schwer, über ihn so zu urteilen, weil er hat schon irgendwie... Mach ihn doch mal fertig, hier hast du die Möglichkeit. Hau sie doch mal alle in die Pfanne. Wen magst du nicht? Konstantin Wecker? Komm. Nee, darauf lasse ich mich nicht einstellen. Komm mal Matthias Reim in die Pfanne. Warum der denn immer? Ja, ich meine, er ist auch nicht unbedingt mein Freund, aber... Oder hau doch mal mich in die Pfanne. Dich? Du bist doch ein junger, charmanter Mensch. Wow. Hau doch mal irgendeinen in die Pfanne. Wir sind doch nicht hier, um schön Wetter zu machen. Ob ich jetzt rote Haare? Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt hast du rote Haare. Sollte ich vielleicht... Ja, pass auf. Ich will nicht ablenken, aber was heißt in die Pfanne? Und hast du eine Pfanne da, dann hau ich irgendwie... Den Gag habe ich schon mal gemacht. Ach so, schade. Aber ich bin der festen Überzeugung, unser Zuschauer der Woche, das ist ein großer Fan von dir. Hast du den schon kennengelernt? Nee. Das ist ja die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, wo der Zuschauer wirklich würdevoll ins Programm eingegliedert wird. Ja. Und das ist der Jörg aus Münster. Hi. Was wolltest du Nina immer mal fragen? Oh, schräg, das fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Das verstehe ich. Ich habe noch eine alte Kassette von dir rumfliegen, da ist irgendwie drauf Kino und so. Mit der Satellitenstadt. Und das höre ich immer, wenn wir nach Frankfurt fahren. Das ist ganz romantisch im Auto. Und dann? Wer ist denn wir? Das ist er und seine Freundin. Ach so. Und seine Zivildienstleistung. Er leistet nämlich Zivildienst. Und sein Fischclub. Der hat einen Fischclub. Das ist im Angelverein. Ja. Also mit diesem Sänger zusammen von Marillion oder so. Ach so. Diesen Fischclub. Ja. Also ist ein Angelclub. Und die machen zusammen, fahren die mal im Auto und hören deine Kassette. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein Video an und kommen gleich wieder. Dann machen wir wieder fleißig Musik hier mit Nina. Und Nina, machen wir in der Zwischenzeit. Ist Nina wieder drauf, ne? Gut drauf. Ja, ja. Ne? Wir machen noch ein bisschen Flora Soft Nummer hier. Wir können mal also Rollentausch machen. Du kannst ja mal Nina spielen und ich. Oh ja, das machen wir gleich mal. Wir machen gleich mal einen Rollentausch. So, bis gleich. Jetzt gucken wir uns ein Video an. So. Jetzt gleich haben wir ihn. Wolfgang Petri, wo kann er sein? Wolfgang Petri, hier ist Wolfgang Petri, hallo. Wolfgang Petri, guten Tag. Schönen guten Tag. Jetzt kennt ihr ihn wieder, ja? Wisst ihr, ist hier eigentlich hell genug zum Filmen? Für Wolfgang Petri, sag mal was. Ja, es geht mir nicht. Okay, Wolfgang Petri, mal kurz das Mikrofon halten. Warum? Einmal kurz halten, weil ich muss ja spielen. Du musst spielen. Und du singst jetzt. Verlieben, verloren. Du bist gut. Vergessen, verzeihen. Du bist besser. Verdammt war ich glücklich, verdammt war ich breit. Sieh mal, wie das richtig geht, ich kann den Text nicht. Nee, ich fand das hervorragend, wie er das macht. La 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 la. Du solltest Musik machen. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 1, Zahali. Ich kann ja gar nicht singen. Ich bin Schlagersänger. Wolfgang, jetzt mach doch nicht sowas. Schlagersänger sind dumm, die können nicht singen. Petri Heil. Danke. Okay, jetzt los. Petri Heil und jetzt fangen wir an. Okay. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Aber ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Wolfgang Petri hier, Applaus! Gibt's die Version! Applaus, gibt's ihm! Wolfgang Petri! Lag mich! Heute Abend viel Glück in der Hitparade? Ja, heute Abend drin. Wann kommst du endlich mal in meine Sendung? Ja, du verarschst doch immer die Leute, da habe ich keine Böcke drauf. Jürgen Dries war auch schon bei mir. Ja, habe ich gesehen. Verarsch doch nicht die Leute. Du hast ihn total verarscht, nicht zu Wort kommen lassen, darum komme ich da nicht hin. Die habe ich doch zu Wort kommen lassen. Wenn du mir willst du kneifen oder wenn du mir versprichst, mit mir zu reden, normal wie mit einem normalen Menschen, komme ich vorbei. Okay, wann kommst du vorbei, ungefähr? Wann willst du denn? Ja, wann du willst. Wann kannst du? Ja, so schnell wie möglich. Nur wenn du dich benimmst. Ich verlasse sofort die Räumlichkeit. Okay, und wann lässt du dir endlich die Haare schneiden? Das geht dir einen Scheiß an.
Okay, danke schön, Wolfgang Petri. So ist das im Schlagerbusiness. Vielen Dank, ihr Wolfgang Petri. Toll, toll, toll für heute Abend. Ne? Dankeschön. Stefan, das war mal die. Tja, ihr Lieben, dort draußen in der Küche, an den Kühlschränken und auf dem Sofa, macht's euch bequem. Ich habe heute einen wunderbaren jungen Gast. Sie ist so ungefähr 23 Jahre alt und irgendwie doch immer noch dabei, meine Damen und Herren, nach 15 Jahren Showbusiness. Nena! Hallo! Mensch, Nena, ich freue mich, dass du hier bei uns im Studio bist. Mhm. Du weißt, das ist eine ziemlich lockere Sendung und wir haben auch immer ein Späßchen auf Lager. Ich bin heute nicht so gut drauf. Du bist heute Morgen so aufgestanden, habe ich Rama gegessen und da habe ich dummerweise die gesalzen, die fein gesalzen. Ja, ja. Ach, und dann habe ich Flora Soft und dann habe ich gedacht, nee. Ja, wir wissen ja alle, Nena hat es. Aber weißt du, Herbert Grönemeyer, das ist vielleicht ein Arschloch. Ja? Und Matthias Heim, das ist vielleicht eine dumme Sau. Richtig auf die Kacke, meine Damen und Herren. Kommen Sie uns doch auch mal besuchen, wenn Sie jemanden in die Pfanne hauen wollen. Aber ich wollte, ich habe mal eine Platte mitgebracht, meine aktuelle Single. Ja, das wissen wir, das ist die aktuelle Nena-Single. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was Ich habe auch ein Lied gemacht. Vorsingen, ja? 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 Nee, na, na, na. Nee, na, na, na. Nee, na, na, na. Ja, ja, ich das ist auch wieder meine lustig, meine Damen und Herren. Sie ist schlagfertig wie immer. Sie lockert jede Sendung auf. Ja, wenn du damit spielen kannst du, Nena? Das wussten wir nicht. Das wussten wir nicht. Ich habe ein Lied mitgebracht. Das heißt, das geht so. Das ist wird meine neue Single sein. Und ich bin davon überzeugt, dass sie auch Nummer 1 in Amerika sein wird. Sag mal, Nena, wie kommst du? Ich hab auch den Text, pass auf. Ja? 99 Düsenflieger, jeder war ein Kriegsminister, hielten sich für Captain Kirk. Ja, und es gab das war ein Nena, Feuerwerk. Und dann hat man nur gelacht. Ja. Sag mal, Nena, wie kommst du eigentlich so damit zurecht, dass du dein Leben lang die mit den Luftballons bist? Hm? Ja, ich meine, das ist ja auch optisch, weil ich hab da ziemlich große Titten. Ja, ja. Oder? Kann man das sagen? Darf ich das eigentlich sagen im Fernsehen? Also du als Moderator, Stefan, du dürftest sowas nicht sagen, aber ich bin nur Gast in dieser Sendung. Insofern kann ich ja gar nicht verantwortlich gemacht werden. Ja eben. Sag mal, und dein Absturz damals, also ich meine, wie verkraftet man sowas? Machst du überhaupt noch Platten oder was ist überhaupt mit dir? Ja, mehrere nicht. Ich mache jetzt Platte. Also mit ein paar Freunden unter der Brücke. Gut, ja. Da schlafe ich. Stefan! Ja, gut. Ja, Nena. Und Stefan, ich wollte... Wir haben auch einen Fan mitgebracht hier, ne? Ja? Ist das dein Zuschauer der Woche? Absolut heißen Nena-Fan. Das ist vielleicht ein Arschloch. Nena, komm jetzt, sag doch mal, sei mal ein bisschen locker. Hallo. Und begrüß mal deinen Fan hier. Hallo. Hi. Na? Du alte scharfes Biest, du scharfe Ratte. So, mein Schätzchen, was wolltest du Nena denn immer schon mal fragen? Ich möchte gerne fragen, was das für ein Leuchtturm war damals. Sag mal, Nena, ich habe gehört, du kannst Spagat. Ja. Was war das aber nur im Bett mit Stefan Raab. Nee, ja, dann komm, dann gehen wir ins Bett. Ja, ich weiß nicht, ist es schon an der Zeit? Ich meine. Ist die Sendung denn schon zu Ende? Das ist doch ein Angebot, oder? Stefan? Stefan? Die Sendung ist noch nicht zu Ende, wir müssen jetzt einen Spagat machen. Ach so, ja. So. Du kannst Nena, meinst du, Stefan, meinst du nicht, dass die Sendung jetzt irgendwann langweilig für den Zuschauer wird, wenn man das zu lang zieht? Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht drücke ich aber mal ich auf die Verlegerin. Aber ich wollte noch mal kurz auf meine Sendung im ZDF hinweisen. Die kommt aus der U-Bahn. Und das sind so... Hare Krishna, Hare Krishna. Flora Soft, Flora Soft. Butter aus Holland, Käse aus Dänemark. Das soll es heute gewesen sein. Vielen Dank, Nena, dass du hier warst. Wann gibt es denn eine neue Platte von dir, die ich kaufen muss? Hast du die Beine heute frisch rasiert? Nee, heute nicht. Wie gesagt, ist nicht mein Tag heute, aber... Nee, aber es war trotzdem nett, dass du hier gewesen bist. Ja, fand ich auch. Du wildes auch. Ding. Wann gibt es denn eine neue Platte von dir? Ah, nix. Wann gibt es eine neue Platte von dir? Weiß ich doch nicht. Aber da machen wir jetzt schon mal Werbung für. Das weiß ich doch nicht. Da machen wir jetzt schon mal Werbung für. Gut. Hast du irgendwas für sonst noch Werbung machen willst? Wir nennen die einfach die neue Platte. Okay. Die neue wir machen jetzt Werbung für die neue Platte. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank, Nena, dass du hier gewesen bist. Stefan, bis zum nächsten Mal. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Flora Soft. Tschüss. Tschüss.